Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ja, wir haben diesmal wieder ein klitzekleines Special. Denn ich habe jetzt mir zur Aufgabe gesetzt, mal sämtliche Charaktere voll mit den legendären Scheingrenzen zu setzen. Das heißt quasi, alle meine Charaktere besitzen jetzt genau 5000 legendäre Scheine. Hat ein bisschen gedauert, ich hatte auch viel Unterstützung. Deswegen werden wir jetzt quasi das Ganze bei der wunderschönen Murmel da hinten so ein bisschen, naja, ausgeben. Und ja, ich weiß, es ist nicht so toll, als wenn man sich Module kauft und so, aber wir wollen es ja auch ein bisschen spannend haben. Und heute ist quasi mal dran, wir machen das Ganze in Powerrüstung Investierung. Das heißt, wir haben jetzt 24.600 Scheine, die wir quasi rauspfeffern. Mehr geht leider nicht, weil, wie gesagt, es ist schon relativ viel. Das heißt, 41 mal kaufen pro Charakter. Aber gut, setzt euch hin, macht euch einen Kaffee, das wird eine lange, lange Folge. Gut, fangen wir aber auch gleich an, damit es nicht zu lange wird. Da oben haben wir sie. Natürlich 3 Sterne legendär Powerrüstung. Und dann starten wir mal mit der ersten Rüstung rein. So, erste Rüstung. Ja, Autostim. Ich weiß nicht, Autostim habe ich jetzt schon auf Powerrüstung ausprobiert. Ist jetzt nicht so mein Fall. Also da nehme ich dann doch lieber die Stimpumpe in der Brust, wenn ich wirklich eine brauche. Und der Rest, naja. Du heilst außerhalb des Kampfes langsam Strahlungsschaden. Okay, gibt aber auch andere Möglichkeiten. Machen wir gleich mal weiter. Und da haben wir den ersten Hellcat Torso. So, regenerierend Beweglichkeit. Beweglichkeit ist eigentlich nicht schlecht. Diese Chance auf 5% Nahkampfangreifer Energieschaden zuzufügen oder brennt oder wie auch immer. Das ist echt nicht so meins. Also so oft lasse ich mich jetzt nicht hauen. Kommt aber ganz drauf an, wenn man es auf der gesamten Rüstung hat, dann kommt das vielleicht ein bisschen häufiger. Gut, machen wir gleich mal weiter. Dann haben wir hier ein getarntes baggerlinkes Bein. Getarnt ist jetzt nicht so wirklich das, wo ich sage, yay. Glück und, naja, wieder Giftschaden. Ist nicht so dolle. Machen wir mal weiter. Das Vielfraß T45 mit Feuerresistenz. Ja, ist aber leider keine Explosionsresistenz. Das verwechseln immer viele. Wegen Feuerfest. Feuerfest macht nämlich beides. Gut, naja, gegen Flammenwerfer trete ich nicht so häufig an. Deswegen, ist auch eher nichts. Machen wir weiter. Eine stärkende X01 Torso. Ich habe hier relativ oft Chancen von 5% Nahkampfangreifern irgendwas zuzufügen. Ist jetzt auch nicht so das Wahre. So, was haben wir jetzt? X01, rechtes Bein mit Stärke und wieder Autostim. Nee, heute will er wohl nicht so schöne Sachen geben. Fanatikers Bagger mit Wahrnehmung und, naja, vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Schlössern. Nö. So, nächstes. Ultrazit, linkes Bein. Jetzt bin ich sogar über... Kammerjägers. Ein Ausdauer und verringert das Gewicht von Waffen. An und für sich ganz schön, weil gerade Waffen finde ich hier immer das Beste, was man sich anschaffen kann. Es sei denn, man spielt halt nicht mit Reiseapotheke oder sonst was. Ausdauer ist auch okay. Das Kammerjägers, naja, das hätte was Besseres sein können, aber das ist immerhin schon mal was. Ja, Kammerjägers, ich sage, es ist schon mal was und da kommt nochmal. Wieder mit Feuerresistenz. Nee, auch nicht. Machen wir gleich weiter. Die 51B Torso. Nee, ist auch eher Müll. So, was haben wir jetzt? Chameleon. Chameleon ist eigentlich ganz okay, wenn man es einmal drauf hat. Langsam Strahlungsschaden. Ja, ist okay. Charisma ist jetzt nicht so das Ding. Und warum kriege ich das so kaputt? Murmeloma, Mensch. Das ist ja Wahnsinn. Muss ich da noch reparieren hier? Ja, da haben wir wunderbar nachtaktiv, aber wieder verringert das Gewicht um Waffen mit Wahrnehmung. Gut, nachtaktiv hat ja jetzt quasi keine
Negativität mehr. Ich habe auch eine Bagger Power Armor, die voll nachtaktiv ist. Also nachts rockt die wirklich. Man könnte sagen, okay, man nimmt es mal. Ne? Nachtaktiv ist jetzt nicht mehr so schlimm wie früher. Es ist spielbar, aber es gibt Besseres. Komm. Ja, das ist aber nicht besser. Ultrazit-Torso mit plus 1 Stärke. Naja, auch nicht so. Wobei die Stärke eigentlich ganz cool ist. Oh, T65, das ist das erste richtige T65-Teil hier. So, mit Intelligenz stärkend. Naja, gut. Ist leider nicht handelbar und ich bin leider nicht auf dem Blutbefleckten. Das heißt, das wandert hier eher in den Müll. Dann haben wir hier noch Kammerjägers. Ja, mit Intelligenz und Nahkampfschaden. Auch nicht so. Machen wir weiter. Noch ein T65-Teil. Okay, mit Charisma und geht langsamer kaputt. Mutanten ist eigentlich auch nicht verkehrt. Kann man auch nutzen. Also die meisten Spieler spielen ja wirklich mit 5 Mutationen. Mindestens. Deswegen, es ist ein neutral. Also ist jetzt noch nicht mal weiter schlimm. Charisma, naja gut, da gibt es Besseres und geht langsamer kaputt. Hm. Also Power-Rüstung habe ich noch nie wirklich kaputt gespielt. So, getarnt. Mit Giftresistenz. Okay. Und da möchte wieder jemand mit Schlösserknacken machen. Nee, das wird's auch nicht. Da haben wir das nächste. Das ist ja mal gar nicht mal so schlecht, auch wenn es jetzt ein stärkendes Teil ist. Aber erstens AP-Regeneration und Gewicht von Schrottgegenständen. Gut, wäre für mich halt besser für Waffen gewesen. Aber so kann man das schon mal für einen Blutbefleckten in die Hand drücken. Also der wird tanky. So, gucken wir das nächste an. Kammerjägers mit Glück und Gewicht von Schrottgegenständen ist verringert. Ne. Ne, auch nicht so. Was haben wir denn jetzt? Ghoul-Töters. Hunger und Durst nehmen 10% langsamer zu. Ich weiß nicht, ich habe noch nie eine Rüstung gehabt, die jetzt komplett immer das mit den Hunger und Durst nehmen langsamer zu drauf hatten. Aber das würde dann auch eher auf den Vielfraß zutreffen, um da halt das länger zu halten. Naja, gut. Mal gucken, mal gucken. Jetzt haben wir noch ein stärkendes T45-Teil. Und, das ist böse. Das ist wieder so eine Kombi, wo man sagt, gleich in den Müll hauen, weil erstens stärkend, ne, wird auf Blutbefleck gespielt. Das heißt, du brauchst Strahlung und du heilst außerhalb des Kampfes deinen Strahlungsschaden weg. Nee. Böse Kombi. Böse, schlechte Kombi. So. Jetzt haben wir hier nochmal T51, linker Arm. Getarnt, naja, Wahrnehmung ist okay, Gewicht von Munition ist um 20% reduziert. Ja, ist auch okay, kann man nehmen. T60, stärkend. Ich hole heute aber wirklich die stärkenden Dinger raus und wieder mit der schlechten Kombi. Wieder mit der schlechten Kombi. Das ist schlecht. Also, das würde ich keinem Blutbefleckten empfehlen. Jetzt haben wir einen T45 Dorso, aber wieder mit AP, okay. Und 75% Chancen, Schaden während des Sprintens um 15% zu verringern. Eigentlich auch nicht verkehrt. Wäre das jetzt da oben noch ein bisschen besserer Perk gewesen, dann wäre das eigentlich eine schöne T45 geworden. Problemlösers ist immer so, ja, zählt halt nur gegen, ne, Rubis. Regenerierende Hellcat mit, du erleidest 7% weniger Explosionsschaden und geht 50% langsamer kaputt. Ja, für einen Volltank, da ich noch kein richtiges rechten Ärmchen habe, denke ich mal, werde ich mir den zu Gemüte führen. Es sei denn, es kommt jetzt nochmal was Besseres. Problemlösers T60 Torso. Nee, auch nichts. Dann haben wir hier nochmal nachtaktiv mit Giftresistenz und das Gewicht von Waffen. Diesmal ist es der rechte Arm. Okay, die Arme der T51B sind schon mal completed bei irgendeinem Charakter. Kann man auf jeden Fall draufpacken, wenn man noch nichts Besseres hat. So, Raider, getarnt. Nee, ich mag getarnt nicht so. Also bis jetzt hat das noch nie wirklich richtig gut funktioniert. Jetzt haben wir hier nochmal nachtaktiv, weil ich mich beschwert habe über getarnt. Ich sollte nachtaktiv nicht so in den Himmel heben.
So, plus 1 Ausdauer und naja, beim Sprinten wieder. Sprinten, ja, ist eigentlich okay. Kann man nichts gegen sagen. Disfifras Hellcat, rechter Arm. Mhm. Plus 1 Intelligent und Stimpex und Redaway und Red X sind um 5% effektiver. Hm. Ja, mit einer Stimpumpe da drinne. Ja, warum denn nicht? 5%? Müsste man mal gucken. So, Jägers, T60, linker Arm. Hunger und Durst nehmen langsamer zu und ansonsten, naja, wieder beim Laufen. Oh, schon wieder Hellcat. Diesmal aber Mutanten. Strahlungsresistenz und du heilst außerhalb des Kampfes langsam Strahlungsschaden. Ja, ist jetzt nichts Verwerfliches. Man muss bloß aufpassen, dass man dann auch gestärkte Gene hat. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Effekt jetzt stark genug ist, um die Mutation dann auch wegzumachen. Aber ja, ist okay. Kann man schon mal wieder was nehmen. Aristokraten. Oh, das hatten wir heute ja noch gar nicht so richtig. Hunger und Durst nimmt 10% langsamer zu. Ja, ist okay. Und wieder während des Sprintens ein wenig Schaden vermeiden. So, dann haben wir Mutanten Ultrazit, wieder mit Feuerresistenz und wieder außerhalb des Kampfes langsam Strahlungsschaden zu versetzen. Mal gucken. Dann haben wir ein T60 Bein, regenerierend und mit Gewicht von Waffen. Okay. Also, ja, da kommt bestimmt was Gutes bei rum bald. Dann haben wir hier einmal Jägers Prototyp X01 mit Cryo-Resistenz. Ja, das wär für die Daily Ops definitiv wichtig. Mal gucken, welche Rüstung ich zuerst mal mit Cryo-Resistenz zusammenkriege. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, dann haben wir jetzt noch regenerierend. Ja, und mit AP, T60 Arm. Ist auch okay. So, dann next. Autostimbagger. Uiuiuiui. Krankheitsresistenz. Wieso sind da. Warum sehe ich da eigentlich nur zwei Perks? Ja, weil zu viel ist. Ich glaube, ich müsste den mir gleich nochmal rausschnappen, oder? Das war der hier. Der zeigt mir leider nicht alle drei Sterne an. Ich weiß gar nicht, was jetzt der dritte ist. Weil wir haben hier nur Krankheitsresistenz. Oh, 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 oh. Ich habe keine Ahnung, was der dritte Stern ist. Na gut, das werde ich jetzt wohl wahrscheinlich so auch nicht rausfinden. Das heißt, wir machen einfach mal weiter. Mutantentöters Hellcat. Giftresistenz. Nee. Ich glaube, da hatten wir jetzt schon ein besseres. Fanatikers Prototyp. Mit Ausdauer und... ja, haut mich jetzt auch nicht so aus den Latschen. Und das letzte Mal ist eine regenerierende Raider Power Rüstung Dorso. Na, ist jetzt auch nicht so. Gut, dann einmal kurz Relock. Auf zum nächsten. Und dann muss ich nachher mal ganz viel Zeit investieren und die ganzen Rüstungen dann mal auch ein bisschen durcheinander wirbeln und hin und her. Gerade die Rüstungsteile, die, naja, nicht handelbar sind, sowas wie T65 oder Hellcat. Ja, da muss ich mir mal überlegen, ob ich die denn, welche ich denn noch behalte und welche ich denn nachher in den Schredder schmeiß. Und vielleicht kriegt man ja anständige Rüstung für den einen oder anderen Charakter doch noch zusammen. So, jetzt sind wir ja schon bei 10 Minuten hier. Und jetzt kommt erst der nächste Charakter. Na, das wird heute wirklich ein Überlängen-Ding-Day. Ein Ding-Day. Gut, dann gucken wir mal, was der LP-Char heute für ein Glück hat. Falls er Glück hat. So, auch er ist bei 5000. Das heißt, wir fangen mal an mit getarnt T51 mit Cryo-Resistenz. Ja. Gucken wir mal weiter. T65 mit Ausdauer und reduziert Schaden beim Blocken. Hm. Ausdauer nicht verkehrt. Reduziert beim Blocken. Ja, könnte man
nutzen, aber ganz ehrlich, ich bin auch nie wirklich der Blocker. Dann haben wir hier Killers, Bagger. Okay. Hunger und Durst und Redex und Stimpex. Hm. Haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Dann haben wir hier noch Fanatiker T51 mit Munitionsverringerung. Ja, könnte man vielleicht mal auswechseln. Machen wir mal weiter. Problemlösers T45. Hm. Nee, auch nicht so das Wahre. Das haben wir ja größtenteils eigentlich schon gesehen, was wir jetzt sozusagen so in den Pool reinkriegen können. Kammerjägers. Oh, Kammerjägers mit AP. Kammerjägers ist jetzt nicht so mein Ding, aber trotzdem, AP ist gar nicht mal so verkehrt. Machen wir mal weiter. Aristokraten mit Wahrnehmung und das Gewicht von Nahrungsmitteln, Getränken und Camps ist um 20% reduziert. Das ist sozusagen den ich auf die zweite Liste setzen würde. Gerade wenn man jetzt sagt, Tourhiker und Reiseapotheke will man nicht beihaben, ist der eigentlich, wenn man die auf alle Teile hat, auch gar nicht verkehrt. Aristokraten ist eigentlich auch nicht verkehrt, kann man machen, ist aber halt, man muss aufs Geld achten. Wahrnehmung ist auch in Ordnung. Nochmal Aristokraten, diesmal mit Giftresistenz. Okay. Chancen von 75%. Das ist Stillstand. Dann haben wir regenerierend Raider. Plus 1 Ausdauer, Gewicht von Schrottgegenständen ist um 20% verringert. Ja, kann man auch nehmen. Also ich glaube, eine ganze Raider, eine halbwegs anständige, kriegen wir zusammen. So, jetzt haben wir hier Stärke. Aha. Hier hat er jetzt alle 4 hingekriegt. Wenigstens was. Killers Ultra zieht rechter Arm. Nee, auch nicht so wirklich. Gucken wir weiter. Fanatikers mit Intelligenz und... Oh, wieder Gewicht von Waffen. Eieiei, Gewicht von Waffen ist schon wichtig. Also für mich jetzt. Ey, Hellcat. Durstling langsamer zu. Heilst außerhalb des Kampfes langsam Strahlungsschaden. Regenerierst langsam Gesundheit. Eigentlich sind die beiden in Kombination so für... Also es ist sozusagen eine... Ich brauche mir keine Sorgen um irgendwas machen, Rüstung. Gerade regenerierend mit außerhalb des Kampfes Strahlungsschaden. Man geht außerhalb des Kampfes dann halt wieder ins Plus. Gar nicht so schlecht. Endlich mal eine Vorhut. T65, linker Arm. Plus ein Intelligent ist okay. Ist halt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Gewicht von Nahrungsmitteln, Getränken und Camps. Also die hier werde ich mir definitiv beibehalten. Dann haben wir hier noch Fanatikers, T45. Nee. Das ist nichts. Machen wir weiter. Mutantentöter ist mit Giftresistenz und geht langsamer kaputt. Nee. Also, ich kämpfe zwar gerne gegen Supermutanten, aber so gerne auch nicht. Hier haben wir nochmal was Regenerierendes und diesmal mit Cryo-Resistenz. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. So, dann haben wir hier Killers Raider Power Rüstung. Ne, das ist eher nichts. Problemlösers Hellcat mit Strahlungsresistenz. Okay. Na, muss ich mal gucken, welches Bein und so. Das merke ich mir jetzt sowieso nicht alles. Dann haben wir hier Jägers Hellcat. Aber wenigstens mit AP. AP ist gar nicht mal so verkehrt. Könnte auf jeden Fall was bringen. Gut, Jägers ist halt nicht der Non-Perk, aber AP haben wir schon mal drin. Jetzt haben wir noch einen rechten Arm, diesmal Mutantentöters und Gewicht von Munition verringert. Ja gut, einen Waffengurt kriegt man an und für sich immer rein. Einzige, wo man jetzt halt noch sagen könnte, ist, wenn man jetzt mit Batterien enthalten nicht spielt, was ich an und für sich eigentlich mit jedem Charakter spiele, dann könnte man das vielleicht noch sagen. Deswegen ist das jetzt nicht so der Hammer für mich, aber man hat halt mehr Möglichkeiten. Ui! Chamäleon mit Stärke. Okay. Und Gewicht von Munition. Linker Arm. Jetzt habe ich ja meine Bagger schon mal ein bisschen gemacht gehabt. Da muss ich dann nochmal gucken. Das könnte vielleicht sogar noch besser werden.
So, haben wir hier noch Chameleon Ultrazit, linkes Bein mit Beweglichkeit und geht langsamer kaputt. Ja, wobei Chameleon ist okay, aber gut, das Jägerteil, das können wir gleich wieder wegschmeißen. Problemlösers. Aber wieder Strahlungsschaden regenerieren. Also Anti-Ghoul-Rüstung. So, jetzt haben wir hier Nachtaktiv mit Munitionsverringerung. Ist jetzt auch nicht so das Wahre. Dann haben wir hier noch regenerierend T65 rechtes Bein mit Explosionsschaden und reduziert Schaden beim Blocken. Also mit dem Blocken, mal gucken. So, Mutantentöters, Prototyp. Geht auch wieder langsamer kaputt und ein Ausdauer. Killers. Oh, verringert das Gewicht von Waffen und ein Charisma. Na, müssen wir mal gucken. Aber von T51 kommen immer irgendwie nur die Arme heute. Problemlöses Ultrazit mit, mit AP-Regeneration. Ja, wie gesagt, die AP-Regeneration eigentlich echt non-top. Gucken wir gleich mal weiter. Mutanten mit Feuerresistenz und, naja, Feuerschaden, wenn man zurückhaut. In Ordnung. Mutantentöters. Jetzt haben wir hier halt nur eher den rechten Arm. Ist jetzt auch nicht so. Gucken wir mal weiter. Fanatikers Raider Power Rüstung. Nee, auch nicht. Autostim Hellcat. Ja, gut, Autostim, wie gesagt. Wenn man wirklich Stim haben möchte. Man könnte jetzt auch sagen, gut für eine Allround-Rüstung. Aber gerade bei der Hellcat, da will ich kein Autostim haben. Ein Ausdauer, geht langsamer kaputt. So gut ist das Teil jetzt auch nicht. Kammerjägers, wieder mit AP-Regeneration und Nahrungs- und Getränke. Plus Camps. Ja. Auch wenn Kammerjäger mir jetzt nicht so gefällt, aber mal gucken. Das wird auf jeden Fall auch bewahrt. Jetzt haben wir noch Mutantentöters T65 linker Arm. Strahlungsresistenz, ja, kann man nehmen. Gewicht sind eigentlich recht wichtig, aber mal gucken. Das hier ist zum Beispiel nicht wichtig, vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Schlössern. Wenn man wirklich so ein Problem hat damit, dann nimmt man schon den Infiltrator rein und baut den aus. Ja, eine Beweglichkeit ist okay, kann man nichts gegen sagen. So, wieder Killers, diesmal mit Gewicht von Munition. Ja, ist okay. Machen wir weiter. Regenerierende Hellcat mit Gewicht von Munition und Resistenz gegen Krankheiten und Umweltgefahren. Ja, ich glaube, hier war das ja sogar mit der anderen Hellcat. Muss ich sowieso nochmal durchgucken. Und hier haben wir nochmal ein regenerierendes Bagger-rechtes Bein. Naja, gut. LP-Char, ja, einige kann man gut bestimmt nochmal benutzen. Und andere müssten dann halt mal woanders rübergehen. Aber gut, wir haben ja noch. So ist das ja nun nicht. Ich habe auch extra überall geschaut, dass ich die Hauptquest soweit fertig kriege, damit die Hellcat kommt. Und ich werde jetzt auch demnächst die ganzen Builds nochmal so ein bisschen umstellen, damit sie auch alle eine Power-Rüstung tragen können. Lohnt sich ja jetzt mittlerweile. Früher war das so, braucht es keine, bis auf eine Bagger, um mal ein bisschen in Lucky Hole reinzugehen und dann war's das. Mittlerweile, ja, man kann schon ganz schön viel Unfug treiben mit einer Power-Rüstung. Was gar nicht mal so verkehrt ist, selbst für einen Berserker. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt, was er jetzt hier so rausfischt. Ob wir da irgendwie was Cooles rausfinden oder nicht. So, nächste Power-Rüstungsteile. Getarnt, Raider Power-Rüstung. Feuerresistenz, aber wieder Gewicht um Waffen. Okay, nehmen wir. Nächstes. Dann haben wir hier Fanatikers. Nee. Also da hatten wir schon bessere T45-Teile mal gedroppt. T60, Schrottgegenstände, Cryo-Resistenz.
Ich muss mal echt gucken. Eine Cryo-Rüstung will ich mir mal wirklich zusammenlegen und dann will ich mal hoffen, dass an der Daily Ops dann hier das Einfrieren kommt. Ob das dann wirklich noch mit Minigun und Co. spielbar ist. Okay, Chameleon Bagger mit Cryo-Resistenz. Gewicht von Getränken. Okay. Ist sehr okay. Finde ich jetzt nicht schlecht. Gut, für den Normalgebrauch eine Cryo-Resistenz tut es jetzt nicht Not. Da könnte man was anderes sich wünschen. Aber so, fürs Erste, voll in Ordnung. Chameleon Hellcat mit Gewicht von Waffen sind reduziert. Otop. Otop, das ist gar nicht mal so verkehrt. Das nehmen wir. Dann haben wir hier nachtaktive Radar. Jo. Nee, nee. Ist mir zu nachtaktiv. Jetzt kriege ich schon langsam Ansprüche. Jetzt hatten wir schon ein paar gute Sachen dazwischen. Getarnt? Nee, nee, nee. Meine Ansprüche sind höher. Mutanten. Ja, Beweglichkeit. Auch da hatte ich schon bessere in der Finger von der T45, weil die hat man wirklich sehr, sehr häufig gedroppt. Regenerierend, rechter Arm, Giftresistenz, Red Away. Ja. Aristokraten mit Beweglichkeit und effektiveren Stimpaks, Red Away und Red Eggs. Das wäre vielleicht nochmal eine Überlegung wert. Für einen reinen Aristokraten. Okay, jetzt kriege ich hier noch einen Vielfraß. Ja, aber der Vielfraß, der ist nicht besser. Jetzt haben wir hier nochmal einen Killer. Ah, das kommt definitiv weg. Und getarnt. Mit Glück und Red Away. Weiter. Nachtaktiv. Nee. Das wird jetzt gerade immer schlimmer statt besser. Gut, Fanatikers, Gewicht. Ja, kann man nehmen, muss man nicht. Schauen wir weiter. Jägers mit Explosionsschaden. Nee. Nächstes, Vielfraß. Oh. Da ist Vielfraß sogar relativ gut. Weil eine Schadensreduktion um 6%. Wenn Hunger und Durst voll ist, Ausdauer, Gewicht von Waffen, das kann man nehmen. Das hört sich jetzt nicht verkehrt an. Mutantentöters? Nee. Machen wir weiter. Aristokraten mit. Das ist ein sehr guter Roll. Also, da kann ich nicht meckern. Also, für einen Aristokraten. Auf jeden Fall, weil, ne, man braucht nur die Kronkorken halten, beschleunigt die Regeneration von Aktionspunkte und natürlich mein Liebling, Gewicht von Waffen um 20% reduziert und das auf einer Bagger Power Armor. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier noch Mutanten mit Cryoresistenz. Nee, da ist nichts. Ghoul-Töters Ultrazieht linkes Bein? Auch das nicht. So, Aristokraten. Intelligenz reduziert Schaden beim Blocken um 15%. Ja. Das könnte man zu einer anderen Aristokraten setzen. Müsste hier aber doch noch deutlich besser werden. Regenerierend. Mit Stärke und geht langsamer kaputt. Also das ist langsamer kaputt auf einer Power-Rüstung. Ist jetzt halt nicht so das Wahre, finde ich. Jetzt haben wir hier noch Jäger. Nee, da hatten wir schon Besseres. Chamäleon mit Giftresistenz. Ja, könnte man nehmen. Wenn es halt, wie gesagt, Chamäleon braucht man ja nur ein einziges Mal. Man braucht ja nicht eine ganze Rüstung voll mit Chamäleon. Ist halt immer so die Sache, nutzt man nicht, ne? Mutantentöters mit Cryoresistenz. Nee, ist jetzt auch nicht so das Wahre. Schon wieder Chameleon. Hui. Und diesmal mit Feuerresistenz und Blocken. Nee, auch nicht so. Nachtaktiv und Charisma und Blocken. Nein. Wieder Chameleon. Jetzt kommt es aber mit Chameleon raus. Ist aber auch nicht so das Wahre. Autostim mit Feuerresistenz und außerhalb des Kampfes langsam Strahlungsschaden negieren.
Ich wüsste gar nicht, was ich sonst noch, wenn man mal Auto-Stim drin hat, wüsste ich gar nicht. Also Auto-Stim-Pumpe. Ich wüsste gar nicht, was ich denn sonst in die Brust einbauen soll. Jetzt so gerade bei Strahlungsschaden. Erst hatte ich so an Notfallprotokolle gedacht. Aber man könnte, na naja gut, da müsste dann AP drauf sein. Also mit den anderen Resten, da müsste dann halt immer wieder was anderes drauf sein. So, jetzt haben wir hier nochmal getarnt. Na, das Baggerding ist aber nicht so toll. Machen wir mal weiter. Nochmal getarnt. Nochmal nicht so toll. Ghoul-Töters Raider-Power-Rüstung. Nee, auch nicht so. Stärken-Trader. Beweglichkeit. Chancen von 75% den Schaden. Ja. Ist jetzt auch nicht so das Wahre. Gucken wir mal weiter. Oh, jetzt haben wir wieder einen Aristokraten dazwischen. Ich habe heute sehr, sehr wenig Vorhut gesehen. Gerade Vorhut hatte ich gedacht, dass da wenigstens ein paar anständige Teile bei rumkommen. Aber bis jetzt nehmen sich die Stärkenden und die Aristokraten die Hand. Oder die Autostim. Na gut, nochmal Autostim. Gut, nochmal. Jetzt haben wir wieder stärkend, aber wieder mit Gewicht von Munition. Wie gesagt, Gewicht von Munition. Schwierig. Aber stärken ist eigentlich nicht verkehrt. Jetzt haben wir hier nochmal. Oh, jetzt haben wir Autostimmen mit AP-Regeneration. Eigentlich schon wichtig. Muss ich aber mal schauen. Wollen ja einheitliche Rüstung bauen. Später. Chamäleon. Mit Explosionen und Schrottgegenständen. Ja. Könnte man so draufsetzen, wenn man nichts anderes hat. Problemlösers. Nee. Da hebt das sogar mit den Camps und Nahrungsmitteln nicht wirklich raus. Und hier haben wir jetzt noch eine Nachtaktive mit Cryoresistenz. Wobei Cryoresistenz, ja, ist voll in Ordnung. Nachtaktiv. Naja, Nachtaktiv funktioniert halt nicht wirklich in der Daily Ops, weil in der Daily Ops zählt es halt wirklich als, ja, als Tag, auch wenn man in einer dunklen, dunklen Höhle ist. Ist immer schwierig, ne? So. Jetzt wollte er mich hier nicht wechseln lassen. Ist, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig. Das heißt, man hätte dann quasi an und für sich ja jetzt auch kein Negativ. Das heißt, der Präfix ist einfach nicht vorhanden. Gerade bei Nachtaktiv. Aber Cryoresistenz, wie gesagt, das war schon. Es ist schon immer nervig, wenn sie einfrierend haben. Einen sowieso sehen. Und man dann zum Beispiel sowas wie Minigun oder ähnliches an Waffen benutzt. Die verlieren ja dann ordentlich Feuerrate. Und da wäre schon nicht schlecht, irgendwie so eine reine Cryo-Resistenzrüstung mal zu generieren. Und ich sehe gerade, ich muss mal hier unbedingt das Camp nochmal richtig aufbauen. Der kam auch nur noch zum Schreddern aktiv hier. So. Dann gucken wir mal, was mein Blutadler hier so macht. Oder so machen kann. Schauen wir mal. Regenerieren mit Cryoresistenz, ja, kaum redet man davon, kriegt man es nochmal, ne? Aber leider Bagger und Daily Ops, finde ich, passt nicht so richtig. Bagger ist eher so Around-Mittel. Jetzt haben wir hier noch eine Hellcat getan mit Giftresistenz. Ah, mal gucken. Machen wir erstmal weiter. Regenerierende Hellcat mit Intelligenz. Auch nicht so. Getarnte Hellcat mit Glück und Nahkampfschaden. Uiuiui. Hier haben wir jetzt die Raider Torso. Nee. Autostim mit Wahrnehmung. Nee, auch nicht. Komm, gib Papi mal was Interessantes. Das ist nicht interessant. Also, endlich mal ein anständiges Vorhutteil. Mensch, und dann auch noch mit Waffenverringerung und Ausdauer. Man muss doch nur mal meckern. So, und jetzt möchte ich bitte noch die anderen Teile davon haben, dann baue ich mir eine Vorhut T45 zusammen. Ja, viel Fraß, AP-Regeneration. Kann man auch wieder packen. Passt.
So, Jägers. Nee, das ist eher wieder Recycling. Ghoul-Töters mit Giftresistenz. Nee, auch nicht. Hier würde sich jetzt eine stärkende Hellcat lohnen. Kammerjäger, Cryo-Resistenz. Na, immerhin. So, machen wir weiter. Problemlösers. Nee, auch nicht. Da sind die Second Packs ja noch schlimm. Hier haben wir die Giftresistenz mit Giftschaden. Okay. Auch nicht. Vielfraß, wieder mit Cryo-Resistenz. Okay. Vielfraß. Okay, du kriegst heute die Vielfraß. Du wirst ein Vielgefressener, ne? Mit Glück und Nahkampf. Okay. Kammerjägers. Mit Ausdauer und Gewicht vom Waffen reduziert. Rechtes Bein. Hm. Ja, müssten wir mal gucken. Vorhutbagger. Beweglichkeit. Ja. Ist okay. Wie gesagt, aber da fehlt mir noch so ein bisschen die Gewichtsreduzierung drauf. Vielfraß. Okay, ich glaube, ich muss ihn umtaufen in Vielfraß, anstatt in Blutbefleckt. Du kriegst ja hier nur noch Vorhut und Vielfraß. Ich glaube, du hast deine Berufung verpasst. So, ein Glück. Ja, ist okay, wenn man nichts Besseres hat. Schon wieder Vielfraß. Also der will wirklich Vielfraß werden. Gut, Vielfraß kann er trotzdem spielen. Ist ja jetzt nicht schlimm. Das sind 6 mal 4 Teile. Nee, 5 Teile mal 6. Ne? Da hat man wenigstens dann schon mal 30% zusammen. Wenn man das komplett zusammenkriegt. Man muss bloß aufpassen, dass man immer gut hydriert und gefressen ist. Schrottgegenstände ist auch okay. Mutantentöters Bagger. Nee. Na, ja, ey, er kriegt endlich mal ein stärkendes Rüstungsteil. Ich glaub's nicht. So, Stärke und reduziert Schaden beim Blocken. Nee. Machen wir mal weiter. Getarnt. Nö. Also so viel Schlossknacken in der Powerrüstung tue ich sowieso nicht. Aristokrat mit Intelligent. Ja, ist schon mal immerhin ein bisschen was Besseres. Jetzt haben wir hier noch das Chamäleon rechte Bein. Rechter Arm. Strahlungsresistent, Munition. Geht bestimmt auch nochmal besser, oder? Ne, getarnt das rechte Bein. Ne, scheinbar nicht. Mutanten T60. Mit Gewicht von Munition. Hm. Und ein Beweglichkeit. So, was haben wir jetzt noch? Nachtaktiv Hellcat. Ei. Nee. Ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ghoul-Töters Bagger. Nö. Oh, ab und zu mal. Bei Bagger muss ich immer gucken, weil da steht immer so viel Text. Mutantentöters. Nee, auch das wird nichts. Ghoul-Töters. Mit Gewicht von Munition. Nee, da hatten wir auch schon. Bessere. Hey, mal wieder ein Vorhut. Aber ich glaube, das Vorhut hatten wir schon mal in linkes Bein. Aber ohne Intelligenz und ohne Gewicht von Munition. Ich glaube, das andere Vorhut war ein bisschen besser. Nee, das war linker Arm. Wir hatten gerade linkes Bein. Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich werde danach noch ein paar Stunden brauchen, um das Ganze auseinander zu friemeln und dann auf die richtigen Charaktere, was handelbar ist. Das wird noch ein bisschen dauern. So, next. Stärke ist okay. Haus heils außerhalb des Kampfes. Strahlungsschaden, auch okay. Vielfraß. Okay, er soll wohl wahrscheinlich ein Vielfraß werden. Gut. Nächster Teil mit Vielfraß, Kammerjäger. Ja, ja, sogar mit AP-Regeneration. Ich akzeptiere. Ja, gut, ich mache daraus eine Vielfraßrüstung. Der kriegt eine Vielfraßrüstung jetzt nur in die Tasche, weil er es kann. So, Spiel, ich gebe auf, ich gebe mich geschlagen. T60. Hm, nee. Mutantentöters. Oh, ja, das ist eigentlich schon mal wieder in Ordnung. Gewicht von Waffen, kann man nie was verkehrt machen. Mutantentöters, naja, und Hunger und Durst. Wenn man es hat, okay. Killers Hellcat, rechter Arm.
Nee, aber wieder Cryo-Resistenz. Aber diesmal kein Vielfraß. So, nochmal Killer. Nee. Gut, jetzt müssen wir aber hier langsam mal zusehen. Und all meine Charaktere werden hier wohl wahrscheinlich nachher noch nicht mal mehr wirklich weit laufen können. So, weil wir kommen jetzt ja schon zum letzten. Eieiei. Jetzt haben wir schon 40 Minuten hier verbracht. Ja. Selbst wenn man pro Minute macht, das dauert schon ein bisschen lange. Aber gut, man macht das ja auch nicht jeden Tag. Gerade 5000 Scheine zusammenzufarmen, das dauert wirklich recht lange. Man kann so sagen, 3 bis 4 Wochen, bis ich alle voll habe. Je nachdem, wie viel Unterstützung ich dann auch noch kriege. Weil ohne Unterstützung wird es, denke ich mal, sonst noch ein bisschen länger dauern. Weil man kann so viel legendären Zeug gar nicht mehr craften oder halt verwerten. Wobei craften halt auch Module kostet. Und irgendwann gehen mir auch die Module mal aus. So. Dann jetzt hier letzte Runde. Oh, da sind sogar noch stärkende T65-Teile. Ja, gut. Da ist noch Schrott drin. Dann können wir noch mehr Schrott dazu schmeißen. Passt. So, T45, Stärke. Nein. Komm, gib Papi nochmal was Cooles. Aristokrat, ja, ist okay. Aber nein, gib Papi nochmal was Cooles. Regenerierend. Nein, ich sagte, gib Papi nochmal was Cooles. Autostim. Mit Feuerresistenz und den letzten kann man wieder nicht lesen. Weil Autostim. Kammerjägers. Nein. Nachtaktiv mit Intelligenz. Nein. Regenerierend. Mit Beweglichkeit. Nein. Auch da hatten wir schon besser. Na also, wieder mal ein Vorhut. Aber diesmal mal ein T51B-Teil. Auch nein. Ein stärkendes. Gut, das mit den 75% Chancen, das ist eigentlich okay. Bei stärkend, ja. Okay, hier haben wir noch ein stärkendes, aber diesmal T51. Nee. Auch nicht so wirklich. Aristokrat mit Munition und Charisma. Wobei Charisma ja an und für sich nur gerade beim Handeln was bringt. Und eine Bagger hat man ja nicht an, um zu handeln, sondern um Lasten zu tragen. Fanatikers mit, Gewicht von Waffen und Feuerresistenz. Ja. Könnte man mal drauf schrauben. Autostim mit Explosionsschaden. Also wenn man eine ganze Rüstung voll mit Explosionsschaden hat, denn ist das schon richtig eklig. Dann kann man sich sogar Mini-Nukes direkt vor die Füße schmeißen. Man kriegt keinen Schaden mit Feuer fest. Das ist schon richtig böse, aber es saugt schon an der Haltbarkeit der Rüstung. Raider, Stärke. Ja, Stärke ist okay. Munition wieder. Machen wir mal weiter. Oh, das erste Hellcat-Teil. Ja, Schrottgegenständen. Nee, machen wir mal weiter. Mutantentöter Hellcat. Jetzt habe ich mich beschwert, zu wenig Hellcat-Teile, ne? Ja, ja. Wieder Munition. Und Stärke. Aber Stärke ist eigentlich ganz cool. Regenerierend Raider Power Torso. Mit AP-Regeneration. Also das ist ja wirklich mal eine Regeneration, die sich dann auch lohnt. Ja, kann man nehmen. Regenerieren mit Intelligenz und das Gewicht von Waffen um 20% reduziert. Ja. Nachtaktiv mit Glück und verringert das Gewicht von Waffen um 20%. Ja. Jägers mit einer Stärke das Gewicht von Schrottgegenständen ist um 20% verringert. Ja. Nee. Killers. Ja, werde ich gleich bestraft, weil ich nee gesagt habe, ne? Dann sage ich jetzt ja, auch wenn es nee heißt. Dann kriegt man gleich ein Vorurteil. Okay, mit Charisma. Ja, wie gesagt, Charisma braucht man nicht auf einer Powerrüstung.
Finde ich. Also wenn man wirklich charismatisch sein will, dann nimmt man lieber einen Voltec-Anzug oder so. Mit Unterrüstung und Co. kriegt man ein bisschen mehr hin. Oder halt, man nimmt unnachgiebig. So, Fanatiker mit Gift. Nee. Wieder Munition. Vorhut mit Glück. Ja. Nee, habe ich auch schon bessere in der Finger gehabt. Fanatikers. Nee, das möchte ich auch nicht haben. Regenerierend. Mit Beweglichkeit. Nee, auch von den T60 hatten wir auch schon bessere Dinger. Mutantentöters. Mit Feuerresistenz. Ja, gucken wir mal weiter. Regenerierend. Mit Giftresistenz. Nee, auch nicht so das Wahre. Getarnt. Ja, okay, das beißt sich jetzt wieder so ein bisschen. Getarnt und AP-Regeneration. AP-Regeneration ist eigentlich schon recht wichtig. Das ist egal, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, ein bisschen überladen ist. Wenn man die AP schnell wieder hoch regenerieren kann, dann hilft das schon ungemein. Und gerade, es gibt ja auch, selbst mit großen und schweren Waffen, gibt es ja Watz-Builds, die man gut spielen kann. Da hilft das auch nochmal enorm. Ah, hier haben wir jetzt nochmal ein rechtes Bein mit Explosionsschaden. Nee. Hier haben wir jetzt einen Jägers mit AP. Na, das passt schon ein bisschen besser als das andere. Aber da darf man auch wieder kein Blutbefleck in die Hand drücken. Okay, Aristokrat mit Gewicht von Munition. Mhm. Und, achso, Umweltgefahren. Ja, jetzt habe ich gerade nicht ganz gecheckt, was der dritte Perk war. So, hier haben wir wieder Munition. Ja. Jetzt kriege ich hier wohl wahrscheinlich zu viel Munition im Ganzen. Mit Giftresistenz und Supermutanten? Nö. Problemlösers mit einem Wahrnehmung? Nee. Auch nicht so. Oh, sie kriegt ja aber ordentlich Mist raus. Ah, Jäger, Stärke, Stillstand? Nee. Killers, Giftresistenz? Nahkampfangreifern? Nein. Das ist doch mal was. Gut, der letzte Perk ist wieder für den Hintern, aber AP stärkend, ja, das kann man sich definitiv antun als Blutbefleckter. Mutantentöters. Nee, auch nicht. So, bleibt ja nicht mehr viel übrig. Jetzt haben wir hier nochmal Jägers mit Ultrazit. Ah, Gewicht von Munition. Du kriegst viel zu viel Gewicht von Munition. Kammerjägers, Feuerresistenz. Nee. Und der letzte ist nochmal ein Autostim. Nee, also sie ist wirklich meistens immer der Pechvogel. Gut, aber ich würde sagen, das war's jetzt mit dem großen Rollen. Wir haben jetzt 24.600 Scheine durchgesammelt. Ich werde jetzt demnächst wieder ein bisschen sammeln tun, wird ein bisschen Zeit brauchen, bis ich dann wieder alle auf 5000 habe und dann ziehen wir das Ganze mal mit Waffen durch. Bin mal gespannt, wie viel Müllwaffen wir wirklich rausziehen. Also, ich danke fürs Zusehen, schaltet wieder ein und bis dann.